Manchmal haben Filmemacher so interessante und coole Ideen, dass es sich allein deswegen schon lohnt, sich diese Filme anzusehen. Ich habe euch heute 5 solche Filme mitgebracht, da ist bestimmt für jeden was dabei. Los geht's! Memento. Der erste große Film von Christopher Nolan, mit dem ihm der Durchbruch in Hollywood gelang. In diesem Film geht es um einen Mann, der die Ermordung seiner Frau rächen möchte. Der Mann leidet an einer speziellen Form der Amnesie, wodurch es ihm unmöglich ist, sich an die vorangegangenen Ereignisse zu erinnern. Und jetzt kommen wir zum Clou des Films. Er läuft praktisch rückwärts ab. Die erste Szene des Films ist chronologisch gesehen die letzte. Christopher Nolan wollte so den Effekt erschaffen, dass der Zuschauer selber ebenfalls an dieser Amnesie leidet. Und so sehen wir die Handlungen des Protagonisten und erfahren erst im Nachhinein, was es damit eigentlich auf sich hatte. Ein unglaublich interessantes Filmexperiment. Four Rooms. In diesem Film tritt ein Hotelpage seine erste Nachtschicht in einem Hotel an und betreut dabei 4 verschiedene Hotelzimmer, in denen sich völlig unterschiedliche Dinge abspielen. Das Interessante an diesem Film ist, dass die Ereignisse in jedem der einzelnen Räume von einem eigenen Regisseur in Szene gesetzt wurden. Dadurch fühlt es sich an wie 4 Filme in einem. Es entsteht dadurch eine super interessante Filmstruktur, da sich jeder Raum zusätzlich zu den gezeigten Szenen einzigartig anfühlt. Die 4 Regisseure des Films waren übrigens Allison Anders, Alexander Rockwell, Robert Rodriguez und Quentin Tarantino. Hardcore Henry. Dieser Film ist ein intensiver Action-Thriller, in dem sich der Protagonist gegen eine Vielzahl von Bösewichten beweisen muss, um seine Frau zu finden. Tatsächlich ist die Geschichte des Films damit schon sehr gut zusammengefasst. Aber darum geht es in diesem Film auch nicht. Dieser Film hat nämlich etwas gemacht, wovon schon so mancher Gamer lange geträumt hat. Er spielt komplett in der Ego-Perspektive. Das ist vor allen Dingen deshalb spannend, weil wir die gezeigten Stunts mit ihren Kämpfen, Verfolgungsjagden und Explosionen mal aus einem ganz neuen Blickwinkel betrachten. Wir sehen das Ganze quasi aus unseren eigenen Augen. So schafft der Film ein ganz einzigartiges Seherlebnis. Großartig. Black Mirror, Bandersnatch. Vielleicht kennt ihr sogenannte Mitmachbücher, in denen ihr an bestimmten Punkten entscheiden könnt, was der Hauptcharakter tun soll und ihr dazu aufgefordert werdet, an der entsprechenden Seite weiterzulesen. Ihr könnt also selber die gelesene Geschichte beeinflussen. Diese Prämisse hat sich der Netflix-Film Bandersnatch zu eigen gemacht. An bestimmten Stellen des Films könnt ihr mit der Fernbedienung auswählen, wie die Geschichte weitergehen soll. Je nachdem, wie ihr euch entscheidet, kommt dabei für euch ein ganz eigener Film mit einem ganz eigenen Ende heraus. Eine einzigartige Filmerfahrung, die kurzweilig ist und Spaß macht. Oxygen. In diesem Film wacht die Protagonistin in einer Kryokapsel auf. Sie weiß weder, wer sie ist, noch wo sie ist, geschweige denn, wie sie in diese Kapsel gekommen ist. Wie in Filmen mit vergleichbarer Ausgangslage versucht sie aber nicht nur herauszufinden, was passiert ist, sondern auch aus der Kryokapsel zu entkommen. Und hier sind wir auch schon beim Clou dieses Films. Er spielt die ganze Zeit innerhalb dieser Kryokapsel und verlässt sie nur in Erinnerungsrückblenden. Dadurch entsteht ein spannender und packender Thriller mit Horrorelementen, der einem beim Zusehen beinahe selbst in klaustrophobische Zustände versetzt. Wir bleiben so immer ganz nah am Geschehen, da wir quasi selbst mit in diese Kapsel schlüpfen und versuchen, einen Ausweg zu finden. Die Idee erinnert ein bisschen an den Film Buried. Falls ihr diesen also mochtet, könnt ihr Oxygen ja ebenfalls mal eine Chance geben. Was war die kreativste Filmidee, die ihr jemals gesehen habt? Oder habt ihr vielleicht sogar Beispiele, die das noch gar nicht in einem Film geschafft hat? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ihr mehr solche und ähnliche Videos von mir sehen wollt, dann vergesst bitte nicht zu liken und zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.